Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zur Retro Rampage. Wir spielen heute Xenon. Xenon, ein klassischer Vertical Shooter mit einem kleinen netten Twist, den wir uns noch angucken werden, von der Firma Bitmap Brothers im Vertrieb von Melbourne House. Beides Namen, die auf dem Amiga echt Gewicht hatten. Das kann man nicht anders sagen. Melbourne House, da fällt mir ganz spontan War in Middle Earth zum Beispiel ein. Und da gab es bestimmt auch noch so den einen oder anderen Titel, der da mir jetzt nicht so unbedingt spontan einfallen möchte. Fakt ist auf jeden Fall, da gab es so einiges. Okay, Xenon, wir sehen's. Haben wir genau in demselben Prinzip ja eigentlich auch halt eben schon entsprechend bei Flak als eins der Beispiele oder Warhawk gesehen. Das gab es natürlich auch auf dem C64 und halt eben entsprechend. Xenon war da einer dieser Titel. Ich bin mal gespannt, wie gut ich mich da machen werde. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie gut ich dort halt eben gewesen bin. Fakt ist auf jeden Fall, dass, wie gesagt, dieses Spiel hat einen kleinen Twist und den werden wir jetzt sehen. Genau, Sektor 1. So, wir haben hier dieses, ja, Zylonen-UFO, sag ich jetzt mal. Und jetzt können wir dann halt eben entsprechend ein weiteres Schiff entsprechend daraus machen. Okay, aufpassen. Okay. Ah ja, siehst du, die können wir jetzt nicht zerlegen, weil wir sind am Fliegen. Ah ja, sehr gut, genau, das Auge. Ich habe keinen, genau, Sprit mehr gehabt, um zu fliegen. So, wir werden natürlich auch noch andere Horizontal- und Vertikal-Shooter auch durchaus noch spielen. Da fällt mir jetzt ganz spontan Menace, R-Type und so diverseste andere noch ein. Oh, ja genau. So, und das war halt eben natürlich der Unterschied zu Games wie halt eben... Aua. Ach ja, richtig, ich hatte Schilder, ne? Also da wurde dann halt eben im Zweifelsfall yes. So, na, mal gucken. Ach du Schande, ja, du ahnst es ja nicht, das war ja die Nummer. Richtig, ich erinnere mich. Man musste jetzt hier halt eben entsprechend... Ah, verdammt. Man musste in dieses kleine Loch da vorne treffen, musste zunächst die... musste dann als erstes die entsprechenden das ist ein Gemetzel hier. Man musste dann halt eben die einzelnen Barrieren zerstören. Ach Mist, verdammt. Ah, nein! Also ihr seht selbst, ne? Da sind so zwei Barrieren. Na, warte mal, komm, wir fliegen lieber. Und dann musste man halt eben dann noch in die Mitte treffen. Also da bin ich mal gespannt, ob wir das überhaupt hinkriegen heute hier. Na, verdammt!
So, hier kann man rein, ne? Verdammt. Das war schon echt schwierig. Oh nein, jetzt hat er mich doch erwischt. Okay, versuchen wir es nochmal. Wäre ich ja jetzt nicht drauf gekommen. Gucken, ob wir hier ein bisschen mit Wechselbetrieb sozusagen was werden. Da kommt er. Intakt. Aha, die können mich treffen, ich sie aber nicht. Na, das ist ja mal nett. Also das ist schon nicht schlecht, was wir hier an Arsenal haben. Ach, Mensch. So, komm schon. Das war halt eben bei diesen Shootern dieser Generation halt eben auch immer absolut en vogue, ne? Ein immer verrückteres Waffenarsenal. Oh. Oh ja, mal gucken. Ja,
Och, Mensch, Scanners. Okay, einen gibt's noch. Kann ja nicht angehen. Noch. Oh. Okay, fliegen wir, ist besser. Unglaublich, da, unglaublich. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich von diesem Spiel verbracht habe. Mein Bestes war, glaube ich, mal Sektor 3. So, ich will jetzt nicht das W, sondern lieber den hier. Ah, Mist. Weil wenn sie mir so ein bisschen hinterherhängen, dann können wir vielleicht auch dort halt eben so ein bisschen von der Seite her. Ja, sieh mal, guck mal hier, der erste ist schon durch. Ja! Ah, Vorsicht! Ah! Nein, ach Menschenskill! Das gibt's doch nicht. Verdammt. Ja.
Verdammt. Okay, hätte nicht sein sollen. Das war Xenon. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was wir haben, aber es wird bestimmt gut. Sonst hätte ich es nicht auf die Liste gesetzt. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.